Es war eine ganz schön wilde Anreise für unser Frauenteam nach London und ich bin super dankbar, dass sie das alles so spontan und flexibel mitgemacht haben. Der Flug wurde kurzfristig annulliert und sie haben sich dann in verschiedenen Gruppen aufgemacht, einige mit dem Zug, einige von anderen Städten losgeflogen und sie sind dann alle halbwegs rechtzeitig angekommen und haben dann ein kleines Wettrennen draus gemacht und es war sehr lustig und ich glaube, sie hatten selbst bei dieser Herausforderung großen Spaß. Die Reisegruppe Bremen ist completed. Die Bremer Stadtmusiker, wir sind jetzt alle im ICE auf dem Weg nach Bremen. Brüssel, ich fühle mich hier wie am Airport. Wir sind hier in der Schlange. Wir haben Angst, dass wir unser Gepäck nicht mitnehmen dürfen. Auf Zawadi steht der falsche Name drauf. Wir holen auf. Wir sind am Flughafen angekommen in Bremen. Und wir haben jetzt irgendwie noch sehr viel Zeit. Weil unsere Gruppe ja so vorbildlich ist, sind wir so früh da, dass noch nicht mal der Check-in-Schalter auf hat. Also unser Flug hat jetzt schon eine halbe Stunde Verspätung. Wir sind gefühlt schon den ganzen Tag unterwegs. Mal sehen, wann wir ankommen. Wir geben euch Updates, wenn wir in London gelandet sind. Ich bin Christian Weiß, ich verantworte die St. Pauli-Partnerschaft bei Levi's. Willkommen in London. Wir haben gedacht, eine Referenz an unseren Firmengründer ist immer eine gute Idee, deswegen House of Strauss. Hier sind wir jetzt im Herzen Londons, unserer vielleicht schönsten Repräsentanz in Europa. Und wir freuen uns, dass das Frauenteam hier ist, dass ihr als Verein hier seid und dass wir euch mal unsere Welt zeigen können. Als wir, Levi's, vor 3 Monaten erfahren haben, dass ihr, FC St. Pauli, zusammen mit den Frauen und den Herren eine Auslandsreise machen wollt, waren wir von Beginn an begeistert, weil wir denken, dass das nicht nur ganz gut zu euch passt, sondern auch ganz gut zu uns passt. Die Partnerschaft zwischen Levi's und dem FC St. Pauli fußt zu 100% auf Werten. Wir sind weder eine Sportmarke noch eine Performance-Marke. Sie fußt auf Werten. Und es ist eine nahezu logische Konsequenz, dass wir bei den Frauen letztendlich angekommen sind. Wir haben angefangen mit dem Support der Kiezhelden, haben ein Jahr später direkt gesagt, es ist es wert, mehr zu investieren, haben das Musikprojekt mit euch gestartet im Stadion und bereits 2019 dann aus diesem Kontext heraus den Vertrag zum Support des Frauenteams. Das Levi's Panel ging eben um das Reisemotto Football has no gender. Genau darüber haben wir auch gesprochen. Diversity, Gleichberechtigung, wie bekommen wir die Frauen zumindest ähnlich gleichberechtigt wie die Männer. Klar, Diversity und sowas ist alles wichtig und natürlich ist das auch ein Thema. Aber wir wollen eben nicht ein Abklatsch der Männer sein, sondern wir wollen unsere eigene DNA behalten und trotzdem die gleiche Aufmerksamkeit bekommen. London hat mir persönlich sehr gut gefallen, auch wenn es in Teilen relativ überwältigend war, weil einfach groß, voll, laut, aber trotzdem ist es einfach eine beeindruckende Stadt und ich glaube, dass es auch dem Team sehr gut gefallen hat. Die Mädels haben, glaube ich, viel gesehen, viel mitgenommen, viel mitbekommen auch. Also allein, ich finde, wenn man so vor Big Ben steht oder vor dem House of Parliament, das ist so, es atmet irgendwie Geschichte, insofern sehr beeindruckend.
aber auch teilweise überwältigend. Wir waren bei der deutschen Botschaft. Es war wirklich auch wahnsinnig nett, dass wir dort empfangen worden sind. Und wir haben ja, weil wir jetzt für den Hamburger Pokalsieg unserer Pokalsiegerin das Rathaus nicht zur Verfügung gestellt bekommen haben, haben wir das dann eben in die deutsche Botschaft nach London verlegt. Und der Botschafter hat den Pokalsiegerin absolut gerechtfertigt gratuliert. Das war ein super netter Austausch, sehr sportinteressiert. Und es hat alle, glaube ich, auch ziemlich beeindruckt, was so eine Botschaft macht, was die Aufgaben einer Botschaft sind. Und das war super. Das war für Clapton eine Rekordkulisse für ein Frauenspiel. Und die Atmosphäre war sensationell. Es war so ein schöner Sommerabend und es waren 800 Menschen da, die auch mit Bannern, Choreos, unterschiedlichen Kurven, also auch dort alles natürlich sehr klein oder viel kleiner. Aber es gab quasi eine Kurve, es gab eine Gegengrade, es gab eine Haupttribüne. Und dann hat man im Nachhinein noch miteinander ein Bier im Clubheim getrunken. Also Football as it meant to be. Ich fand das Ganze drumherum super. Ich fand es toll, wie wir aufgenommen wurden, wie die Fans gefeiert haben, dass die 90 Minuten nonstop gesungen haben und supportet haben. Fand ich mega. Ich glaube, es hat alle sehr beeindruckt. Das Team, ich glaube für Clapton, für das Team war es einfach auch eine mega Sache. Das hat man, glaube ich, gemerkt bei dem Ehrentor, was sie dann noch geschossen haben, wie viel denen das bedeutet hat. Und der ganze Rahmen war super. Also das war wirklich, man hat wirklich das erste Mal das Gefühl gehabt, die Frauen fahren wirklich zu so einem internationalen Spiel mit der entsprechenden Rahmen drumherum. Also das Spiel war ja... Ich will nicht sagen, aber ich glaube, das war von der Stimmung eines der geilsten Spiele, was ich miterlebt habe. Und ich habe ja schon ein paar Spiele gespielt. Die Fans haben mega geile Stimmung gemacht. Das andere Team war auch so cool. Also die Mädels, das hat so Spaß gemacht. Mega geile Stimmung. Ich hoffe, wir kriegen das auch hin auf St. Pauli. Aber da mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen bei unseren coolen Fans. Fast genauso beeindruckend in London mit den Frauen, wo wir Arsenal besuchen durften und uns dort ein bisschen das Stadion auch noch mal gezeigt wurde. Tour, die wir im Stadion gemacht haben, das Ganze mal von innen zu sehen, das war natürlich mega und überwältigend. Also ich kenne das Millantor-Stadion von innen ziemlich gut und das Stadion bei Arsenal war natürlich alles nochmal 3-4 Hausnummern größer und alleine das Trainerbüro von Arsenal London war, glaube ich, größer als die Heimkabine von St. Pauli. Durchgezogen, alle sind, ich glaube, ihre 15,
Kilometer marschiert, durch die Stadt gelaufen, ich weiß das nicht. Hatten Spaß bei all dem, was für uns alle ja nicht ganz so normal und alltäglich ist. Wir sind dann nach Motherwell, also weiter nach Schottland gefahren. Dort kamen dann auch die Profis an, die haben sich gleich hier hervorragenden Trainingsbedingungen dann in Edinburgh hingeben können mit einem fantastischen Trainingszentrum, wo man wirklich mal sagen muss, sowas könnte man in Hamburg hervorragend gebrauchen. Ja, in Glasgow haben wir uns vor allen Dingen mit den Supportern getroffen und es gibt ja eine sehr lange und historische Verbindung. Wenn in anderen Ländern wirklich so intensiv sich mit dem FC St. Pauli beschäftigt wird und das ist nicht einfach nur, ja, cool, da kommt mal irgendwie so ein Fußballverein, sondern da werden dann Fragen gestellt, wie steht es um die Gentrifizierung im Stadtteil St. Pauli? Und da muss man wirklich sagen, das ist fantastisch und zeigt eben auch, die Menschen sind da jetzt nicht nur an dem nächsten Stürmer interessiert, sondern sie sind wirklich an der Kultur und der Gemeinsamkeiten mit den Leuten interessiert. Man muss sich den schottischen Fußball wirklich sehr traditionsreich vorstellen und es war total toll zu sehen. Wir kamen in unseren Trainingsklamotten dort an und uns gegenüber steht eine Delegation schottischer, traditionsreicher Fußballkultur und Thomas Megle mit seinen Kollegen, die sich dort ja engagieren, aber alle in feinem Zwirn, mit Schlips, mit weißem Hemd, weil es einfach zur schottischen Fußballkultur gehört. Und ich habe mich selten more underdressed gefühlt als in diesem Moment. Und ich fand ihn auch so schön, weil es so dieses Fußball, aber auch, sage ich mal, in einer ganz anderen Art und Weise ausgelebt als bei uns. Wie gesagt, mit Schlips und Kragen. Und dann gab es da so ein richtiges Bordessen. So, da saßen dann die, ich sag mal, die sehr alten, verdienten Spieler, Vorstandsmitglieder von Dunfermline, die übrigens eine unfassbare Historie haben. Die haben bis ins Halbfinale Europapokal schon mal gespielt in den 60er Jahren. Das war ein schönes Erlebnis. Ich fand es sensationell, wie viele Leute aus Deutschland letztlich auch gekommen sind und sich Mühe, Zeit und auch finanziellen Aufwand gegeben haben, zu kommen, um diese Freundschaft mit den schottischen Freunden von Celtic weiterzuleben. Wir hoffen auf diese Reise, viele neue Fußballfreunde zu finden, die heute Abend mit der St. Pauli FC beginnen. Ich hoffe jedoch, dass ihr Freude nach dem Ende des heutigen Spiels beginnt. Testspiel nach der Sommerpause. Ich habe mich natürlich besonders gefreut, ein paar U23-Spieler auch mal wirklich in Action zu sehen mit etablierten Kräften. Natürlich habe ich auf die Neuzugänge besonders geachtet. Hauke Wahl macht in der mehr oder weniger ersten Minute nach der Halbzeit, in der er eingewechselt wurde, dann sein erstes Tor für den FC St. Pauli. Das freut mich für Hauke, dass er so ankommt, darf er gerne so weitermachen. Boah, mega. Mit der Kulisse hier in dem Stadion kann man sagen, 3-0 gewonnen. So soll es sein, kein Gegentor bekommen. Mit den Jungs hat es echt Spaß gemacht, auch die Woche schon, und war überragend. Aber sowas habe ich, muss ich ehrlich sagen, noch nie erlebt, dass selbst nach Schottland die St. Pauli-Fans hierher kommen. Das ist wirklich ein großes Kompliment an die ganzen Fans und hat richtig Spaß gemacht. Die Tour an sich ist für mich auf jeden Fall schon eine große Wertschätzung des Vereins, aber es gibt immer noch Luft nach oben.
So würde ich es halt einfach sagen. Mhm. Aber am Ende des Tages finde ich, dass die gesamte Reise war für mich auf jeden Fall ein Erfolg. Ich fand es total super. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich habe ganz viele interessante Menschen kennengelernt. Ich glaube auch, dass wir den Club gut vertreten haben und die Mädels sowieso in London. Ich glaube, es waren alle begeistert von denen. Die haben das so super mitgemacht alles, haben da irgendwie ihren Teil, ihren Part dazu beigetragen, hatten, glaube ich, viel, viel Spaß. Und werden mit Sicherheit auf der nächsten Reise auch wieder mitkommen. Ja, I mean, Football has no gender und bedeutet, der FC St. Pauli darf und muss sich zeigen, auch wenn er bisher keine großen europäischen Meriten hat. Und er muss sich über die Kultur und die Atmosphäre mit den Menschen und auch der politischen Einstellung zeigen.